Hey Freunde, was läuft? Rüdiger ist am Start und es ist mal wieder Zeit für ein neues LOL-Video. Nach monatelangem Nicht-Video-Hochladens habe ich entschlossen, immer was aufzunehmen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie die Einstellungen hier sind. Denn ich habe, wie gesagt, ewig nicht mehr aufgenommen. Und deswegen habe ich halt keinen Plan, ob das mit dem Sound jetzt okay ist. Ich hoffe, es ist okay. Und hoffe, ich nehme doch auf. Jetzt einfach mein Hotkey gedrückt, ja. Hotkey-Fachwort. Hoffe zum Aufnehmen. Und bin wie immer nicht vorbereitet. Einfach jetzt offen gedrückt und zock es nochmal. Das ist ein Sivir, also ein Aram. Könnt ihr euch den kurz angucken. Ein ziemlich OP-Team mit Lux und Nidalee mit dem HOS. Und die Gegner haben 4 bis 5 APler. Hängt von ab. Die haben Tristana, die kann AD oder AP gehen. Der Rest ist eigentlich gesetzt AP. Deswegen werden sie wahrscheinlich früh ein Magieresi-Item holen. Und ansonsten, ja, sind wir hier so ziemlich der einzige ADC im Spiel. Dem Tristana, wenn sie dann auf AD geht. Ja, mittlerweile Platin 5, haben ein bisschen Ranked gezockt. Und wie gesagt, ewig schon aufgenommen, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich würde gerne wissen, ob Tristan jetzt AD oder AP ist, aber bisher hat sich noch nicht gezeigt. Immer interessant. Sivir habe ich auch jahrelang nicht mehr gezockt. Also im normalen Spielen würdest du auch nie zocken. Weil ich selten ADC zocke und wenn, dann spiele ich meistens Jinx. Also Sivir ist halt eine Meta sowieso nicht so stark und ich spiele sie eben nicht. Also Tristan ist vielleicht sogar AFK, das wäre noch besser. Wenn der Spieler ein bisschen wahrscheinlich langweiliger ist. Ich höre gerade gar nichts mehr vom Sound, ist erschöpfend. Ich hoffe, ist in der Aufnahme einigermaßen drin. Ich glaube, ich hätte den Sound nämlich immer auf Lautstärke 3 von 100 gestellt. Dann ging das einigermaßen. Und ja, ich überlege, ob ich wieder ein paar Mal häufiger Videos mache. Aber ich habe halt keinen Bock, Rank jetzt aufzunehmen. Weil ich dann scheiße spiele. Weil ich selber nicht aufnehme, spiele scheiße. Weil ich mich halt nebenbei konzentrieren muss, was ich denn so sage. Nicht einfach eine maximale Bestleistung kann. Wir sind ganz gut am Pushen. Ich nehme natürlich auch zwei Mann mehr, weil auch Fiddlesticks nicht da ist. Perfekt, 5 gegen 3. Bei Fiddlesticks eben auch in der Champion im Ladebildschirm nicht connected hatte. Dana weiß ich nicht, vielleicht ist sie gerade kacken oder so. Wer weiß, wer weiß. Wenn sie mal fragen, wie sie da ist. Please record AFKs. Ja, 2 AFK haben sie. Entspannend schon bisher. Zumindest ist es dann gemütlich, ich kann in Ruhe was erzählen und sterbe nicht so oft, hoffentlich mal. Mann, ich habe echt lange mal aufgenommen. Da reinkommen hier erstmal. Ich hoffe, er nehmt mir das nicht übel. Weißt du, hat mich in der Zeit, glaube ich, keiner deabonniert. Finde ich echt krass. Ich dachte, ich hätte bestimmt viele Abos verloren. Aber ist schon mal nicht so. Ich bin gespannt, überhaupt noch, wer dieses Video schauen wird. Naja, werde ich schon dann sehen, wenn es hochgeladen ist. Und ja, vor einem Monat oder so war ja mal ein Abo-Event angekündigt. Das ist ja nicht zustande gekommen. Muss mal schauen, wenn ich wirklich wieder aktiver werde, kriegt er ein neues Ankündigungsvideo. Wobei, nee, Quatsch, ich hatte das ja gar nicht hochgeladen. Sorry, ich habe nichts gesagt. Vor einem Monat war nichts geplant. wenn irgendwas sein sollte wegen Event oder so, dann lade ich ein Video hoch. Wird er da nichts verpassen. Wie gesagt, ich muss halt schauen. Ich glaube, ich mache jetzt keinen regelmäßigen Upload-Plan. Ich habe einfach keine Lust im Moment. Da irgendwo zu verpflichten, weil ich auch viel Real Life am Start habe und die Schule jetzt bald wieder anfängt. Oh, First Blood. Nidalee, kein Assist für mich leider. Nur noch 2 AFK. Ist ja sehr spannend, 5 gegen 3, wie gesagt. Unser Ken ist fast tot. Hat übrigens einen coolen Skin, finde ich, der Ken. Hab ich auch. Ja. Wir müssen mal schon mehr langsam mal ein bisschen Action reinbringen. Weil sonst kann ich da keiner angucken. Macht mir sogar mehr die Füße ein, bei dem Match bisher. Aber was wollen sie machen, 5 gegen 3? Vielleicht reconnecten sie ja noch, das ist ein bisschen interessant. Oh, steht in Tower, das war nicht so gewollt. Aber vielleicht kriegen wir jetzt abgerissen, den dürfen wir jetzt einreißen, jawohl. Oh. First Tower destroyed, Brüder. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, wenn die bei der AFK bleiben, denke ich mal, sind wir in 20 Minuten fertig. Spätestens. Ich will keine Scheiße bauen. So, hier da vorne gerade. Damit man eine Barriere hat. Ansonsten wäre sie nämlich der Pflanze von Syra. Also Saiwa. Aber wir haben einen epischen Boomerang. Der Saiwa und Nami trifft, nice. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ob ich denn anders spiele, weil ich fühle mich auch mittlerweile so, als würde ich was besser spielen. Ich bin einfach regelmäßiger und immer ohne Aufnahme. Immer mehr konzentriert, einfach Rankeds gewöhnt. Ich habe mich da schon, glaube ich, so ein bisschen verbessert. Um jetzt hier irgendwie angeben zu wollen, wie toll ich bin.
bin natürlich trotzdem, ne? Ich bin natürlich voll toll, aber treibe ich euch jetzt mal nicht auf die Nase. Ja, ich kann auch die Pflanzen nicht angreifen. Ganz schön frech. Ich konnte nicht keinen Restklick drauf machen. Würde die von Nami unser Mana-Schild mal an. Jetzt kann ich es angreifen. Jack stirbt gerade. Überlebt noch. Ja gut. Und ich bin ja eigentlich gerade noch am Farmen und ein bisschen mehr im Boomraum überweisen zwischendurch. Auch eine Ulti, nice. Auch den meisten Farben im Raum. So. Wir brauchen alle C sind. Ja, vielleicht auch. Wenn man so schwer ist. Oh, aua, 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 aua. Und die machen gut Schaden, die Pflanzen. Daiwa hat schon 59 AP. Hier natürlich keine Magie-Resi, da hinten sind hier die in Trouble. Ich würde mal gerne Poro füttern, ich habe mein Scheiß Kicks noch. Wieder in die Poro. Über alle Berge. Mensch hinten im Busch bei uns. War gar keinen. Scheiß drauf. Oh mein Skill auf mich. Oh, ein bisschen Mana. Danke. So. Meine. Ja, 5 Gold, Bruder. Wünsche ich gerne. 2000 Gold, wenn wir mal sterben sollten, habe ich ein gutes Item danach. Oh, Tosana ist da, geht auf AD. Schade. Dann kann ich mit Magie sich auch nicht alle Gegner auskontern. Und das ist direkt Level 5. Ich glaube, es ist ja so, wenn man später ins Spiel reinkommt, verlevelt ist, dann wird man sehr schnell, man halt mehr Erfahrung als normal. Wird man einfach quasi wieder mit im Spiel ist und dann nicht daher hängt, bis alle Level 18. Dann erst auf. Ja, ein bisschen kacke. Ist eigentlich gut gemacht von White. Naja. Immer noch 4 gegen 5. Felix hat sich unangenehm gezeigt. Jetzt kommen wir gleich irgendwann. Oh, das ist eine gute Ulti. Von Rowena. Oh, hier ist ein Poro. Nice. Er hat einen Poro für dann mit dem Kampf. Ja, vielleicht kommt Felix gleich irgendwas im Busch gejumpt mit der Ulti und macht einen Penta. Mute ich mal so. Guck mal, Saiwa? Jawohl. Nice one. Und mir selber. Und mit der hier blocken wir. Rowena ist cool. So muss da war Saiwas Sniping Skills. Passive, wo die Pflanze nochmal einmal schießen darf. Oh, Jax engaged mit Flash. Ach, ich wollte gerade der Lux-Ding mit einer Ulti ausweichen, wo sie bei uns ist. Das habe ich irgendwie fast angewöhnt, leider. Auch ich weiche allen möglichen Skillshots auch den von meinen Partnern, die mich gar nicht beeinflussen. Aber bisher ist es halt besser, wenn man vorschnell mal ausweicht, wenn man gar nicht weiß, von wem es gerade ist. Wie ich gerade habe, nur den Lux-Strahl gesehen. Neben meiner Sivir. Ich wusste gar nicht, von wem die jetzt war und weiche einfach mal sicher selber aus. Oh, das war jetzt ein Fellmaner-Shield. War cool da drauf, das war ein bisschen dumm von mir. Und da stirbt die Lux. Zum ersten Mal, oder? Jo. Kann man denn mit Lux negativ sein auf Achern? Gott. Lass mal nachmachen. Oh, Boomerang. Sag besser nix. und Turma hat Nearly. Ein Spellvamp. Ich kann aber healen. Vielleicht mir das mit Healback geholt. Aber Flash noch weg, bevor sie gesandt wird. Vielleicht habe ich noch eingebaut mit ihrem Leben. Und zu viel Mana, ey. Müssen wir gerade ausgeben. Und dann Filmer, das Schild, fuck. Filmer gerade so eine Runde. Oh, da ist Philipp. Ich habe euch gesagt. Aber Flash und Heal, aber er Flash hinterher. Und Tristan nach hinten killen. Ich habe euch gesagt, der wird doch irgendwann mitten im Spiel. Aus dem Busch ulten, jetzt wird er aber sterben. Gott. Ja, gut. Was sagen. Was holen wir uns denn schön? Das ist mein Livestream, würde ich sagen. Büchchen. Und warten wir noch kurz hier auf den Deutsch. Der Text wird am. Wird schon mal ganz gut. Also 5-5, wir haben 1-1 Einsatzsets. Machen Ende auf Marcel Davis und zwecken uns hier ein. Bin ich mal gespannt. Zumindest ist es jetzt noch ein ausgeglicheneres Match. Also am Anfang war Ufi legt mit Sonias. Wahrscheinlich hat er einfach taktisch gewartet, war die ganze Zeit da im Spawn. Danke, weil er Sonias hat. Da scheint Surprise sie wir und hat mich einfach mal getötet. Wahrscheinlich war es genauso. Da war es. Gutes Mana-Schild. Der ist nämlich hochgeworfen worden von der Nami. Übrigens, Jax hat mit mir getradet am Anfang im Champion League. Ich frag mich ja warum. Weil Jax eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen kacke ist auf Aram. Generell Nahkampf auf Aram ist immer so eine Sache. Dauer auf Teamfight und Dauer auf Poke. Bei uns mit Lux, Lili und auch meiner Kuh haben wir einfach großen Poke. Und Jax passt auch in so eine Combo rein. Weil das gemacht hat, keine Ahnung, aber ich habe Tiefe bekommen. Ist eigentlich ganz cool auf Arm. Oh, nicht so gut.
Und jetzt kommt man noch diesen Flächenschaden-Skill von selber mit der E-Blocken. Oh, dann zum Slow Life. Artus, where are you? Mal die W an. Dann prallen nämlich vom Tower ab, die Teile. Und der Kuh nochmal da durch. Nice. Wir haben gut Schaden bekommen durch den Tower und auch irgendwelche Skills wahrscheinlich. Wenn dann guckt, wo meine Kuh lang geflogen ist. Mein Bumerang, nicht meine Milchkuh. Vielleicht kann man ja selber mit einer Sniper-Action hier. Ah, nicht ganz. Eigentlich ist es offensichtlich. Ich schon gedacht, dass ich die abwerfen will. Und ein Lamiult. Das Schild an. Oh, Fiddle. Ist unser Kind gestorben. Aber die Gegner sind alle low life. Ich hab Lifesteal. An die Minions schlachten. Der ist am Jumpen wie Weltmeister. Eigentlich war es dumm, den Moment durch die Minions zu werfen, weil Skills kann ja kein Lifesteal. Also, ist quasi verschenkte Leben für mich. Ich hätte klauen können. Eigentlich kann ich wenig angreifen, die Pflanzen. Jetzt schon. Irgendwie merkwürdig. Ja. Also 7-7. Ich hoffe, man versteht mich gut. Weil Zaun und so habe ich ja lange nicht mehr aufgenommen. Gucken, wie das so ist. Jetzt hier, glaube ich, klauen, oder? Noch den Mana-Schild anmachen am Ende. Gut für Ulti von selber. Sind gut gesound. Engage von der Jax. Oh, der kommt mich treffen. Fuck. Das dürfte mein Tod sein, ja. Und negativ. Sehr nice. Aber die sind immer noch alle low life. Anfangen. Ab. So, wir holen uns mal die Schuhe. Bauen wir uns aus. Ist selber gestorben. Steht jetzt noch 9. Wir holen uns mal Attack Damage. Wir wollen jetzt endlich mit poken. Und eine Kuh gut Schaden machen. Also unsere. Unser Boomerang Blade. Sterben natürlich alle. Wo ich nicht dabei bin, keine Assist bekommen. Ich wollte das jetzt von 1, 2, 3 haben, weil es voll witzig ist. War ja so geplant. Was on my way. Wait for me, mates. Bin gleich da. Ich habe auch schon Half-Life hier. Ich denke, das Spiel dürfte man nicht gewinnen. Sieht ganz gut aus. Die Vorteile bekommen am Anfang, wo die beiden nur AFK waren. Denkst du, oh ja, ne? Denkst du, Nami? Ah, vielleicht treffen wir ihn nochmal. Oh ja, unsere Kuh macht ein bisschen Schaden mittlerweile, das ist schon mal nice. Und wieder 5 Gold gegeiert. So. Noch ein bisschen politisch. Ja, full life. Life nicht unbedingt. Oh, Jax engaged. Dann Ulti mal an. Sieht ganz nice aus bisher. Gehen wir besser hier rein. Tristana Fokus und da was. Komm, Tristana, Tristana, Tristana. So, Pfittel. Jetzt können wir gerne weitermachen. Den Rahmen kommt man zum Blocken. Hier haben wir aus der Reichweite vom Aussaugen raus besser. Und ist angeflasht. Wenn es überleben wir. Endlich. Hinten steht er rum. Ist hier oder was? Im Busch, hat aber keine Ulti. Ja, Fiddle. Oh. Ah. Dann direkt neben Nami. Oh. Mach die weh, mach die weh. Neben, Quatsch, direkt neben Lux. Deswegen konnte der Rab hin und her fliegen. Hat ein bisschen ungünstig. So, Lifesteal. Das Ding. Wollte mich erstanden, die selber. Ganz frisch. Könnte könnt man Mana vertragen. Und das haben wir Lux. Steht 517. Da habe ich schon besser gebrochen als ich. Ah, nice. Hier ist Lifesteal. Gute Bubble. Hast getroffen. Mana Shield. Echte Kuh. Sollte die W jetzt fälschweise eingesetzt werden. Ganze. Oh, hat eine Heal eingesetzt. Ne, Quatsch, das war von Niederlier. Gott, Fiddle. Mal wieder Ulti haben. Einfach von den Büschen weg. Das können wir ja einigermaßen vor dem Steps wegsfort reingehen. Enges Match. Meinst du, das sind nicht die besten? Das ärgert mich ein bisschen. Aber mal schauen. Vielleicht schafft man noch jetzt sehr gute Aktionen. Ich kann das noch ein bisschen aufbessern. So, entschuldige ich mir. Gegen Mana. Und
Glücks auch gebraucht, aber die hat ja einen Gral. Deswegen hat die eigentlich. Umso mehr Mana, je weniger. Also regeneriert sich ihr Mana umso mehr, je weniger es hat. Ja, geht das ja. Was ist klar bei dir? Oh ja, das macht schon. Das freut mich. Denke ich Nil? Ja, Nami. Und Fädel, die können es leider hochhalten. Immer irgendwelche Leute aus der Straße. Was ich frech finde bei so Wellen. Nice. Ulti an. Weltschild wegen der Cyber-Ult. Ich bin schon irgendwas anderes abgefangen. Aber okay. Wenn die Cyber noch snipen. Push mal. Ne? Full Life. Umrang. Ah, man hat sie getroffen. Reicht nicht ganz vom Schaden, ne? Ken kann sie vielleicht finishen. Du Ken. Ich will nicht denken, ich will nicht denken, Freunde. Und dann jetzt ist diesmal. Oh, jetzt diven wir ja schon. Mindestens zum Glück da für uns. Ich will noch mehr. Live jetzt sogar die Nami. Wollen jetzt keinen Scheiß herbauen. Und die Ori Ult ist jetzt schon kommen. Haha. Bitch. Also da habe ich meine E aktiviert, meine ich. Was hast du denn damit bekommen? Ah ja, kämpft ja ruhig. Macht einen Inhib. Wir sollen einen Penta haben. Ist schon klar. Aber. Ah, doch nicht, war es doch nicht zu gierig. Und mal Inhib bekommen. The worst, it will ich behaupten. Wollen mich alle chasen. Die Geisteskranken. Aber könnte vergessen. So, 3-2-7 ist schon mal ein besseres Set als 2-2-3. Und wir haben einen Inhib. Alles gut. Müssen wir jetzt wahrscheinlich eine Welle deffen, bevor meine Mates hier ankommen. Mal Boomerang durch. Nicht dann lassen. Normal schlimm an. Ah, wollte mich verschrecken, der viel. Oh, nice, sniped. So viel Gold nach dem Quadra eben. 308 Bonus Gold immerhin. Für unsere liebe Lux. Die übrigens hier auf Maske geht. Okay. Interessant, interessant. Der ist nicht meine Wahl gewesen, aber sie hat 348 HP. Dann mit der Todeshaube, mit dem geilen Hut. Muss gleich mal niesen. Deswegen entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass der schaut wird. Da vorher noch Bescheid. Mit Nase nämlich die ganze Zeit. Was geht's wieder? Ist auch voll Bescheid. So, im 5 sind wir wieder hier. Cyber ist schon fast gecored. Mal die Ulti mal an. Die sind auch ihre Ultis ein jetzt wahrscheinlich, jawohl. Weil die Nami-Ulti. Ein bisschen kiten das alles hier. Das war eine gute Ulti. Die hab ich, fuck, da hab ich nicht aufgepasst. Ich dachte, das würde einen aussaugen, weil die Animation ja so ähnlich ist. Da hab ich komplett genügt. Warte, ich wollte eigentlich gerade wieder rein dashen in den Kampf mit einer geilen Cola-W. In dem Moment war Fiddle einfach genau auf mir. Dann war ich ziemlich kaputt. So, Infinity hol ich mir eigentlich ungern. Erstes Crit-Item. Aber trotzdem mal. Einfach für den Schaden. Dann können wir jetzt anfangen, hier ein bisschen aufzubauen. Auf einfach mal zwei Downs. Klingen für hier so ein Klug of Agility, ja. Mantel des Geschicks auf Deutsch. Man nämlich schon 40% Crit-Chancen. Und die Crits machen 250% Schaden, sprich über 500. Das ist auch schon mal. Also, wenn man jetzt Rüstung nicht bedenkt, vielleicht wird man dann was später. Für Rüstung zu bilden. Wir haben wir eigentlich nur einen Jax und mich als AD. Level-Spieler. Wir dürfen eigentlich zu viel Rüstung aufbauen. Gucken wir mal drüber. Phil hat einen Sonias und sonst war es auch schon mit Rüstung. Ein Schock. Aus dem Mannschild. Bock auszuweichen. Hätte ich eh nicht geschafft. Ohne Flash. Auch leer Mannschild. Oh. Ich würde jetzt engagen. Ich kann Tristana, ne? Ja. Der war unter Druck. Einen Turm bekommen. Nice. Wie macht man so einen jetzt an? Ich will nur auch nicht mehr helfen. Hier wird jetzt endlich. Ja. Shield. Ein Ulti noch. Oh nein, jetzt machen wir sie mal an. Oh. Nicht denken. Das raus. Ken ist ein bisschen weit gegangen. Der stirbt da auch. Macht doch noch ein Triple. Du wirst es, würde ich behaupten. Will wieder mit dem Penta versuchen, hier die Owi. Dann nutzt sogar Lux da oben. Der geht immer drauf. Job. Man lässt es ja schon. Hill kommt jetzt. Danke, Ultrit. Aufpassen. Mein Viertel. Läuft bei dir. Welche was abgeblockt.
abhauen müssen. 6 für sterben. Ich kann viele noch. Ja. Und wir laufen mal wieder davon. Noch einigermaßen. Wenn jetzt, glaube ich, sogar bei den Tower ziemlich down gewesen. Auf Aram regenerieren sie sich ja nicht. Da ist der untere ist mit 2 jetzt kaputt und der obere. Ja, auch 6-7 Hits von mir jetzt. Ist der komplett am Arsch. Als nächster Push könnte man schon finishen können. Wenn wir jetzt keinen Scheiß bauen. Das hat auch immer noch. Hat mehr als Hälfte des Lebens. Oh, schade. Die besser geworfen, mehr Flash. Ein Boomerang. Machen wir Nami mit. Sehr gut. Nächste Item wäre übrigens Phantom Dancer. Die sie eben nicht gesehen haben. Dann markiere sie halt. Wie es hat ein DC. Ärgerlich. Aber dürfte unser Sieg jetzt sein. 20 Sekunden ist er noch tot. Bis dahin dürfen wir ein Tauern sein. Dann müssen sie jetzt ja zum letzten Mal fighten. Guck mal, ob nicht noch viele Leute sterben. Dann dürfen wir halt eigentlich jetzt gewinnen. Da hinten ist er. Weil wir in der Ecke campen können, so wie ich jetzt. Die angejumpt kommen. Hat er aber nicht getan. Wohin ihr gespawnt? So, nur schnell. Immer kaputt. Okay, dann wird Oyan noch leben. Noch das sieht es immer gleich. Den Inip weg jetzt. Kann ich richtig reingehen. Hopp. Den Lobot gekämpft. Gestunt. Oh, gute Sohn ja von ihm. Hat den Arsch gerettet. Aber keins mehr. Wenn er jetzt rein will, ist er also auch schnell tot. Das Cyrus-Ding ist raus. Ultima an. Oh fuck. Oh man, wo kam der jetzt schon wieder her? Ich glaube, der war in der Ecke hier. Bin schon auf geachtet mal wieder. Das war ein schlechter Teamfight. Rex lebt noch. Vielleicht kommen wir noch den Fiddle. Ja, die Kugel von Arena als Schutz. Das reicht hier, um ihn zu retten. Oh nice. Was gereicht. Der Luft spielt echt sehr gut. Sonst sind wir alle Negatives auf Ken und Kenshin ist gar kein Negatives hier. Jax. Aber von Kills her 28-27, sehr eng. Jetzt kommen wir zu einer Phantom Dancer. So, als nächstes wäre dann. Ach, wir wollten ja Magierisi halt und Banshees holen. Wir fangen an, nochmal was Resistenz haben. Der Tristana ist ja nicht so stark, auch wenn die 8-5 steht. War der die einzige Adelerin negativ. Sollte halt ein bisschen meiden. Und dann haben wir ein paar Resistenzen. Geh ich noch. So. Soll ich jetzt besser Lux lassen, das Paket? So. Auf den Jax da hinten. Kann man, glaube ich, schon raufgehen. Hast du noch getroffen? Ne. Oh fuck, das ist mein Schwert, wenn Lux Ulti gemacht. Gut. Ein Nachteil, wenn man seine Fähigkeiten im Juggen gibt, wenn man die dann verschwendet. Weil alles tut, was man sieht. Naja. Happens. Er hat ja nur noch 13 Sekunden Cooldown. Das geht ja mittlerweile fast klar. Da habe ich schon wieder nichts passiert. Warte, jucken. Aua, aua. So. Sorry. Jetzt geht's weiter. Nice. Noch so viele Poke. Nur verdammt nochmal von scheiß Fiddle aufpassen. Ich kann nämlich gut ulten, aber ich schon zweimal gesehen. Zwei Tote auf mir waren unnötig. Einfach viel mich da genügt hat. Uiali. Aber er kann auch gut poken. Damit geht auch. Also so schlecht sind die eigentlich auch nicht, die das Gegner-Team. Ah, jetzt hier so das Ablenker vom Teamfight. Wer engaged? Engaged und... Oh, schade. Das war dumm. Das Weltschild für den Raben von Fiddle. Mal zurück, leider. Auch gut Schaden, ey. Geht full AP wahrscheinlich. Avoids der Vater. Ein bisschen unten so. Die liebe Vogelscheuche. So, langsam kommt man mal in die Tower ankommen, finde ich. Komm durch. Aber die haben mal guten Wave-Kill, die Gegner. Dass wir unten nicht unsere Minis bis da bekommen. Lol. Haben wir jetzt durch die W, durch den Abpraller wahrscheinlich, einfach das Haner getötet. Nice. Boah, das ist jetzt dafür stört, das Scheiße. Aber an sich war es eine gute Aktion. Nice. Vielleicht mal auch mal hier aggressiv rein, dürfte jetzt nämlich Finisher sein. Jawohl.
Okay, GG, well played. War ein gutes Spiel am Ende. Hätte ich gedacht, dass es nochmal so eng wird, wo am Anfang so viele, also zwei und fünf schon einiges disconnected haben. Machen wir nach hier unten, dann sieht man es nämlich schön tanzen jetzt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Mal schauen, ob ich wieder häufiger Videos mache. Werdet ihr dann sehen. Ansonsten viel Spaß schon mal im Voraus für diese Folge. Quatsch, das war jetzt Unsinn. Egal. Also bis dann. Ciao.